Ja, schön, dass Sie alle gekommen sind. Wir schauen uns jetzt Mapbender an. Jedes Jahr haben wir hier eine Vorstellung, was in Mapbender so alles passiert ist im letzten Jahr. Und dieses Jahr wollen wir uns darauf konzentrieren, was es Neues gibt im Mapbender-Projekt. Jetzt erstmal die Frage in der Runde: Wer hat Mapbender im Einsatz? Welche Version? Da kommen wir gleich drauf. Also genau, einige, die hier im Publikum sitzen, haben Mapbender im Einsatz. Wer hat Mapbender 2 im Einsatz? Da melden sich auch nochmal 4. 4 Leute im Publikum auch. Nicht schlecht. Und genau, also was ich jetzt hier machen möchte in dem Vortrag, ist keine Feature-Reise. Das heißt, die Leute, die Mapbender nicht kennen, die werden vielleicht enttäuscht sein. Aber genau, wir wollen eher gucken, was hat sich so in dem Projekt getan, wo geht's hin, was kommen für neue Versionen auf uns zu und wo wollen wir den Fokus setzen. Wer sich für die Feature interessiert, dem gebe ich gleich so ein paar Seiten mit. Da kann man sich die Mapbender dann direkt live anschauen. Der Mapbender wird vor allen Dingen bei der Ware Group programmiert. Wir sind an 3 Standorten, Bonn, Berlin und Freiburg mit 40 Mitarbeitern. Genau, wir nutzen moderne Technologien, agile Methoden und sind ein inhabergeführtes Unternehmen, was schon recht alt ist. Und wir haben viel Erfahrung, vor allen Dingen im Web-Mapping-Bereich. Unsere Softwareprojekte, die wir programmieren bei der Ware Group, das sind der Metadoors, das ist ein Metadatenportal, dann der Mapbender schon seit vielen Jahren als WebGIS-Client und MOPS, das ist ein Offline-Client, mit dem man die Daten auch mit ins Feld nehmen kann. Das ist ein recht neues Projekt, was auch an Mapbender gekoppelt werden soll und an QGIS, sodass man die Daten direkt mit nach draußen nehmen kann. Und wir haben ein Schulungsinstitut, die FOSS Akademie, bei der wir diverse Schulungen im Open-Source-Bereich angehen. Huch, achso, habe ich jetzt hier. Einen Moment, habe ich auf den. Das wollte ich jetzt nicht. Ups. Gut, also, aber kurzer Schnelldurchlauf: Was ist Mapbender eigentlich? Es ist ein WebGIS-Client mit Administrations-Web-Interface, also eigentlich sehr ähnlich zu dem Vortrag vorher, zum WebGIS-QGIS. Client, den wir da eben gesehen haben, haben wir ein Frontend und ein Backend zur Administration. Wir können Geoportal-Anwendungen erstellen, ohne eine Zeile Code zu schreiben. Das ist das Konzept, was wir schon seit Jahren verfolgen. Wir bauen ein Dienstrepository auf, wir haben eine Benutzerverwaltung und können Dienste, die wir dann im Mapbender bekannt gegeben haben, in Anwendungen zuweisen, können Benutzer und Gruppen anlegen und denen dann Berechtigungen auf ganze Anwendungen geben, aber auch auf einzelne Elemente in den Anwendungen. Das heißt, wir haben diese 3 Komponenten und schauen wir trotzdem mal, wie der Mapbender aussieht. Das ist so eine Standardanwendung, die wir mit dem Mapbender ausliefern. Da gibt es Demo-Anwendungen, 3 Stück, die sind direkt mit dabei. Und die kann man dann als Kopiervorlage nehmen und kann daraus ganz viele individuelle Anwendungen erstellen. Das war gerade eine Folie von der Mapbender-Webseite. Da haben wir so eine Galerie erzeugt, wo man ganz viele Lösungen, die Mapbender nutzen, sich anschauen kann und schauen kann, was dort für Komponenten zum Einsatz kommen. Hier kommen noch 3 Folien von dem Projekt Rio des Oberbergischen Kreises. Die haben ganz viele Mapbender-Anwendungen generiert und haben da ihre Kartendienste den Gemeinden und Bürgern zur Verfügung gestellt und nutzen da die Komponenten, die wir im Mapbender bereitstellen. Mapbender liefert quasi einen Baukasten an Elementen, den ich individuell dann nutzen kann und kann mir entsprechend dann individuelle Anwendungen zusammenstellen und auch durch die Kartendienste, die ich da zur Verfügung stelle oder die Suchen, die ich generiere oder die Digitalisierfunktionen, die ich vielleicht zusammenstelle, dann individuelle Anwendungen für unterschiedliche Nutzer bereitstellen. Durch die Berechtigung habe ich dann auch die Möglichkeit, geschützte Anwendungen zur Verfügung zu stellen, die nur bestimmten Anwendern oder Gruppen zur Verfügung stehen. Kurz noch ein Blick ins Backend. Wir haben Administrations-Backend, da muss man sich anmelden, hat dann zusätzliche Funktionalität zur Verfügung stehen. Wir sehen das hier ganz unten, man kann sich dann Anwendungen anmelden, kann die bearbeiten, kann die mit Diensten und Elementen füllen und kann auch ganz leicht neue Anwendungen generieren. So, jetzt schauen wir aber auf die aktuellen Entwicklungen, was hat sich so im Projekt getan. Wir haben ein Project Steering Committee und ein Entwicklerteam, das mehr und mehr wächst.
Bis vor ein paar Monaten hat der Axel Schäfer das Projekt als Chair geleitet und jetzt hat der Olaf Knopp diese Rolle übernommen, weil der Axel Schäfer das Unternehmen verlassen hat. Und wir haben ganz neu den Marcel Normann, einen neuen Kollegen, jetzt hier auch im Project Steering Committee und haben ihn dort aufgenommen. Wir haben regelmäßige Treffen, vor allen Dingen in Bonn bei der Ware Group, bei denen wir uns abstimmen, um die neuen Entwicklungen anzugehen. Und wir haben auch im letzten Jahr eine Verstärkung im Entwicklerteam bekommen. Zwei Kollegen in Berlin, den Felix und den Paolo und den Jonathan bei uns in Bonn. Dann hatten wir den letzten Release im November 2018 und steuern jetzt auf die nächste Version zu. Die nächste Version, das ist die 3.08er, die steht kurz bevor. Da haben wir den März, Ende März 2019 geplant als nächsten Release. Da sind diverse Sachen, Dinge passiert. Vor allen Dingen wurde der Druck überarbeitet. Da gehen wir gleich näher drauf ein. Es wurden zahlreiche Bugs gefixt. Und wir haben uns vorgenommen, dass wir aus dieser Version einen Long-Term-Release machen. Das heißt, wir wollen diese Version weiter maintainen bis Januar 2021 und wollen aber in dieser Version nur noch Bugfixes durchführen, keine neuen Feature dort implementieren. Und genau, weil diese Version, die 3.08er-Version, die nutzt weiterhin OpenLayers 2. Was ich noch nicht gesagt habe, der MapBender ist ein baut auf PHP, JavaScript, OpenLayers auf und nutzt das Symfony Framework. Und wir hatten schon letztes Jahr mit großem Elan den Umzug auf eine neuere OpenLayers-Version sind wir angegangen. Wir haben es aber noch nicht umgesetzt und dadurch soll jetzt hier diese 3.08er die letzte Version sein, die auf OpenLayers 2 aufbaut. Diese Version nutzt dann auch noch Symfony 2.8. Das wird ab November 2019 nicht mehr mit Security-Fixes versorgt, sodass das auch ein Auflaufmodell ist. Und wir danach, nach dieser 3.08er-Version, die 3.1er-Version parallel jetzt angehen. Die ist auch für dieses Jahr geplant. Die soll im dritten Quartal kommen. Da wollen wir die Entwicklungen, die wir letztes Jahr schon gemacht haben, Richtung OpenLayers 4 oder vielleicht ja OpenLayers 6, was jetzt bald rauskommt, abschließen, sodass der MapBender dann auf eine neuere OpenLayers-Version und auch auf eine neuere Symfony-Version dann aufbaut. Genau, in der 3.1er-Version sollen dann auch noch neue Features entwickelt werden. Das Konzept der Entwickler ist, dass wir für eine kurze Zeit OpenLayers 2 und OpenLayers 4 parallel noch in dieser Version vorhalten, sodass man zur Not auch noch den alten Weg gehen kann und einen leichteren Umstieg hat. Und was jetzt passieren muss, ist, dass jedes Element umgeschrieben wird und quasi jetzt dann mit dem neuen OpenLayers kommuniziert. Mit dieser Version wollen wir auch das Responsive Design angehen. Wir haben eben den QGIS Web Client genommen und da haben wir gesehen, der MapBender im Vergleich ist da schon, hat noch Potenzial, also da können wir noch ein bisschen fescher werden, muss man sagen. Und das wollen wir angehen. Und genau, Responsive Design heißt ja vor allem, dass die Anwendung, die wir auf dem Desktop nutzen, dass ich die auch auf mobilen Geräten oder Tablets dann nutzen kann, ohne da mehrere Anwendungen oder mehrere Anwendungen für Mobil und Desktop dann separat anlegen zu müssen. Genau, und wenn dann die 3.1er steht, dann haben wir schon ein Projekt, was dann ansteht, was auch finanziert ist. Da wollen wir wiederverwendbare Diensteinstanzen einbauen und die mit vielen Anwendungen zu tun haben, mit vielen Diensten zu tun haben, die werden sich jetzt freuen, weil da ist geplant, dass man, wenn man jetzt einen Kartendienst konfiguriert, dass man den nur einmal konfiguriert und dann diese Konfiguration, die man gemacht hat, dann in verschiedene Anwendungen übernehmen kann. Im Moment ist es so, ich konfiguriere den in der einen Anwendung, dann in der nächsten und jede Konfiguration ist unabhängig. Genau, und das soll eingebaut werden, aber auch so, dass man das Ganze aber auch wieder entkoppeln kann. Dass ich sagen kann, okay, ich habe zwar diese Dienstinstanz, aber in einer anderen Anwendung möchte ich vielleicht den Dienst trotzdem ein bisschen anders konfigurieren, dass diese Möglichkeit weiterhin besteht. Dann, genau, nach der Version 3.1 ist die Planung noch offen.
Routing haben wir in internen Projekten umgesetzt, WMTS haben wir in Projekten umgesetzt, auch Cesium und 3D könnte ein Thema werden, aber das wollen wir erstmal hinten ranstellen und erstmal diese zwei Meilensteine angehen. Jetzt schauen wir nochmal im Detail, was bringt diese 3.08er-Version? Wir hatten gehört, Druck, der Druck wird überarbeitet, die Digitizer-Version wird erhöht und wir haben zahlreiche Bugfixes. Hier ist mal der Link zu dem Changelog, wo man dann sieht, was alles so passiert ist. Und genau, ein paar von den Neuerungen möchte ich jetzt schon mal vorstellen. Wir haben einen Warteschleifenmodus im Druck eingebaut, sodass ich größere Druckaufträge einfach parallel abschicken kann und kriege dann eine Meldung, wenn die fertig sind. Der Druck wurde so umgestellt, dass nicht nur ein großes Bild angefordert wird. Das war bisher das Konzept, dass man bei hochqualitativem Druck eine ganz große Karte anfordert. Das haben wir so umgestellt, dass jetzt gekachelte, also quasi kleinere Kacheln angefragt werden und daraus dann, dass die Druckausgabe ausgegeben wird. Dann genau, kann man Markerlayer ausgeben, die im Druck dann so wie in der Karte ausgegeben werden. Das sind zum Beispiel dann die Marker, die im Routing gesetzt werden. Wir haben Feature-Labels, die gedruckt werden und das Styling bei dem Digitizer zum Beispiel, wenn ich da Linien, Polygone oder irgendwelche Styles dann bei der Erfassung habe, dann werden die auch mit in den Druck ausgegeben und ebenso auch Enklaven werden sauber gedruckt. Also es sind jetzt wirklich Details, ne? Wenn man die Mapbänder nicht kennt, dann ist das vielleicht auch gar nicht so interessant, aber genau der Druckrahmen, der behält seine eingestellte Größe. Wenn ich den nochmal aufmache, außer ich zoome aus der Ansicht und dann wird er wieder in einer größeren Ansicht geöffnet. Der Druck braucht weniger Speicher, ist schneller als vorher. Wir hatten einen Fehler, dass bei WMSen die Gruppen verwenden, dass da die Legendenbilder mehrfach im Ausdruck ausgegeben wurden, was natürlich ärgerlich war. Das ist jetzt auch gefixt worden. Wir haben, wenn wir sehr große Legendenbilder haben, haben wir es so gemacht, dass die jetzt skaliert werden, sodass die auf so eine DIN A4-Seite dann passen. Und es gab einen Bug, dass bei mehrzeiligen Fließtext, dass die Freifelder oder Legendentitelfelder, dass die nicht sehr dass die Texte sehr weit auseinander standen und das ist jetzt auch gefixt. Dann genau die Digitalisierung im Mapbänder nutzen, die werden sich freuen. Wir haben einen neuen Branch 1.2 mit vielen Fixes und Neuerungen, der jetzt in der neuen Version herauskommen soll. Da hatte der André Oblivantsev sehr viel Energie reingesteckt. Das wurde noch weitergeführt von anderen Entwicklern und die haben dieses Element übernommen. Und aus der Projekterfahrung, die wir so haben bei der Wehrgroup, ist das ein sehr, sehr spannendes Modul, was sehr viele gern in ihren Projekten nutzen und darüber Daten erfassen. Da kann man PDFs hochladen und downloaden und kann da einen eigenen Pfad angeben. Wir haben jetzt die Möglichkeit, Objekte zu duplizieren und dabei die Definition der Kopierregeln, der Sachdaten anzugeben. Wir können beim Verschieben von einem Objekt automatisch den Speichern-Button anzeigen lassen, sodass man das Ganze direkt speichern kann. Das war bisher so, dass man so einen Dialog extra öffnen musste. Wir haben die Internationalisierung eingebaut, sodass der Digitizer in mehreren Sprachen dann zur Verfügung steht. Und genau das Ganze muss jetzt noch, bevor der Release rauskommt, in der Dokumentation aufgeführt werden, sodass man da auch die Sachen nachvollziehen kann. Dann gibt es den WMS-Loader, der ist schon lange ein Element vom Mapbänder. Da hat man die Möglichkeit, über die Infoabfrage zusätzliche Kartendienste zu laden. Das nutzt der, wird in Gütersloh bei Bebauungsplan Online schon lange genutzt. Da gab es einen Bug, dass das aus dem iFrame nicht aufrufbar war. Das ist jetzt gefixt und ist eine schöne Möglichkeit, dass man quasi über die Infoabfrage zusätzliche Kartendienste einbinden kann. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man über einen Link Themen aus einer Anwendung aktiviert. Jedes Thema, jeder Layer hat eine ID, also einerseits eine WMS-ID, andererseits eine Layer-ID und die kann man im Aufruf übergeben und könnte darüber dann Themen aktivieren in der Anwendung und zum Beispiel alle Tankstellen oder alle Springbrunnen oder sowas anzeigen und diesen Layer dann aktivieren. Dann
haben wir hier die Möglichkeit, das ist jetzt nochmal so ein Blick ins Backend, da sieht man, wie in einer Anwendung zum Beispiel ich verschiedene Elemente aktivieren kann und die dann dazu sorgen, dass daraus die Anwendung aufgebaut wird. Und hier sehen wir, gibt es so einen Schlüssel hier, da kann man jedes Element quasi nochmal zusätzlich mit einer Berechtigung versehen, sodass dieses Element dann nur bestimmten Personen zur Verfügung steht. Und genau, da gab es einen Bug, dass das im Cache nicht richtig geregelt wurde und genau, es deshalb davon abhing, wer hat die Anwendung zuerst aufgemacht. Und dann konnte es sein, dass die Person, die dann eigentlich die Anwendung nutzen sollte, dann doch nicht darauf zugreifen konnte, weil im Cache quasi die Berechtigung nicht sauber abgelegt war, beziehungsweise die Elementkonfiguration nicht geladen wurde. Die Button-Interaktionen, also im MapBender, genau, sieht man, welcher Button aktiv ist. Und da gab es einen Fehler mit den Button-Interaktionen, dass der Zustand nicht richtig dargestellt wurde in Verbindung zu dem Element. Und das ist jetzt gefixt worden. Und es ist so, dass man beim Start von der Anwendung auch ein Element aktivieren kann. Zum Beispiel könnte ich sagen, die Infoabfrage ist beim Start direkt aktiv und die logische Konsequenz ist natürlich dann, dass der Button auch eigentlich aktiv sein sollte. Und das war auch bisher nicht der Fall. Das ist jetzt auch gefixt. Dann ist es so, dass es so scheint, als würde YAML immer beliebter. Also wir haben ja uns extra Mühe gegeben, dieses Backend entwickelt und jetzt geht der Trend zurück und die Leute wollen doch lieber YAML schreiben, um ihre Anwendung aufzubauen. Und da genau gab es zum Beispiel hier so zwei Parameter, die da fehlten. Die sind jetzt hier auch nachgezogen worden. Dann haben wir ein Werkzeug, das ist recht neu. Damit kann man zu Koordinaten springen oder kann sich auch an einer bestimmten, also kann sich zentrieren lassen an einer bestimmten Stelle oder kann Karten, Koordinaten aus der Karte abgreifen. Und da war es so, dass je nachdem, welche Zoomstufen man definiert hat, man total tief in die Karte gezoomt ist oder ja, auf jeden Fall das nicht konfigurieren konnte, welches Zoom-Level man wählt. Das haben wir jetzt eingebaut. Genau, dann gibt es noch diverse Layout-Bereinigungen. Das Redlining wurde angepasst, da hat sich das Verhalten war zum Teil nicht korrekt. Beim Search-Router gab es einen Bug und genau, durch den neuen Kollegen, den Paolo, haben wir jetzt auch eine italienische Übersetzung, sodass der MapBender jetzt auch komplett auf Italienisch vorliegt. Dann gibt es einen neuen Befehl, Abkonsole MapBender Config Check. Der checkt alles Mögliche, also meine ganzen MapBender-Einstellungen, ob die korrekt sind und gibt mir das auf der Konsole dann entsprechend hier so auf. Ja, genau, wir sind kurz davor. Der Beta-Release 1 liegt schon vor und in Kürze sollte da eine Beta-2-Version rauskommen, die auch gerne getestet werden kann. Also wer Lust hat, sich den mal anzuschauen, der kann den gerne herunterladen und da auch Feedback geben. Und genau, ansonsten wollen wir jetzt nach der FOSCIS uns im Herbst nochmal treffen und nach Bonn einladen. Wir haben dieses Jahr von der OSGEO eine finanzielle Unterstützung auch bekommen. Jedes Projekt der OSGEO ja, ist mit $2000 ausgestattet worden und die wollen wir gerne mit den Anwendern sinnvoll in so einem Anwendertreffen ausgeben und da wollen wir alle nach Bonn einladen und einen Tag ja, an MapBender arbeiten. Und da wäre die Frage vielleicht in die Runde, die MapBender nutzen, wer hätte da Interesse, zu so einem Treffen zu kommen? Wir haben das ja schon mal in Bonn auch gemacht, vielleicht kurz. Ja, es sind genau einige hier auch im Raum, die da Interesse hätten. Ja, dann haben wir die API MapBender.org. Da auch nochmal die Frage, hat da schon mal jemand reingeguckt? Das ist eigentlich die API-Dokumentation. Da wird gerade die Diskussion geführt, ob wir diese abschaffen, weil die nicht benutzt wird und da auch der Aufwand zu groß wäre, die mit der neueren PHP-Version zu bauen. Ja, soweit die Reise zu den Zuständen, was gerade im MapBender los ist. Genau, jetzt folgt nach diesem Treffen ein Anwendertreffen. Wer da Lust hat, noch dabei zu sein und nochmal Erfahrungen auszutauschen mit dem, was, ja, was im MapBender gerade los ist, kann gerne noch hier bleiben. Um 18 Uhr wollen wir dann aber aufhören, weil da beginnt das FOSCIS e.V. Anwendertreffen. Von daher wird es das FOSCIS e.V. Vereinstreffen, Vereinsmitgliederversammlung und deshalb wird es ein kurzes Anwendertreffen jetzt vom MapBender. Gut.